Aber es geht gar nicht um den Ab, meine lieben Damen und Herren. Es geht nämlich um ein Auto, was dem mein Krämer irgendwie sehr, sehr viel Spaß macht in der Zeit. Aber es ist etwas älter. Ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der Zustand ist eigentlich ganz gut, oder? Ja. So. Es ist rot. Das müsste eigentlich der helle Claire hier sein. Der ist leider in der Schule heute. Er ist leider in der Schule. Sitzt da. Und so ein Tasche im Rechner. Eins plus eins. 2+2 ist 4, Mann. Ja, was machen wir mit dem Auto? Worum geht's überhaupt? Wie würden Sie das erklären, Herr Peters? Boah, schwierig. Ja. Oldschool, Retro. Mich erinnert sogar so ein bisschen an meine Kindheit. Ne, auf den Bahamas und Miami gab es das Auto schon relativ viel, war aber ganz klar eine Gangsterkarre damals. Ganz klar Gangster. Ist auf jeden Fall immer noch. Ja, stimmt, eigentlich immer noch Gangster. Und zwar haben wir eine Corvette C3 dort. An diesem Auto bauen wir nichts um, sondern der Kunde ist hier, weil er will eigentlich eine Leistungsmessung machen. Aber ich denke mal, wir sollten vorher einmal eine Probefahrt machen kurz und dann stehen wir auf dem Prüfstand und gucken uns mal an, was da so an Leistung rauskommt. Weil folgende Sachen wurden auch verbaut. Und zwar ein Vergaser ist drin, ein Edelbrock-Vergaser, der ist etwas größer. Dann können wir auch gleich mal über das Thema Vergaser allgemein reden. Eine MSD-Zündung, davon halte ich wirklich viel. Was sehe ich noch? Ich sehe den Fächerkrümmer hier unten, der ist eingewickelt. Die Wasserpumpe ist hier verchromt, das hat aber nichts zu bedeuten. Also eine etwas größere Wasserpumpe, mehr Fördervolumen. Aber sonst sehe ich hier eigentlich jetzt so großartig keine Tuning-Teile. Aber das ist auch das klassische Tuning, was du so ein Ding anbieten kannst. Jean-Pierre, was ist ein Vergaser? Habe ich ja noch nie gehört. Ein Vergaser? Gibt es noch? Nein, es gibt keine Vergaserautos mehr. Nein, ein Vergaser ist halt eine Technik, wo Sprit hier oben in dem Bereich, das Luft-Benzin-Gemisch, aufbereitet, okay, und wird dann von hier den ganzen Weg bis in den Kopf rein transportiert. Jetzt muss man das sich wirklich mal vor Augen halten, technisch. Hier oben Luft-Benzin-Gemisch beim Vergaser aufbereitet, Golf 5 GTI, direkt Einspritzer, da wird das ganze Zeug im Brennraum gemacht. Was ist klüger? Natürlich im Brennraum das zu machen, weil du punktuell deine Dosierung machen kannst. Hier ist das, was okay ist, weil in der damaligen Zeit war das so, da war man froh, dass das Ding überhaupt läuft. Ist einfach ein Blindflug. Ist so ein, ja, das so, ja. Aber zu viel? Scheiße. Ne? Deswegen auch kein Cut, hier ist gar nichts. Das ist halt einfach wirklich Auto at its best. So wie damals von denen gebaut worden ist. Der große Vorteil ist, solche Motoren halten halt wirklich extrem viel aus. Extrem viel aus. Woran liegt das genau? Literleistung ist sehr gering. Heutzutage fahren wir eine Literleistung von 100 PS pro Liter. In einem damaligen Golf 5 GTI. 100 PS aus einer Milchtüte. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Motor hier drin ist genau. Keine Ahnung. So ein Motor machte damals um die 300 PS. Okay. Und hat dann vielleicht sowas um die 5, 6 Liter Hubraum. So, wenn er jetzt 6 Liter hat und macht 300 PS, hat er 50 PS Literleistung. Das ist wirklich nicht viel. Wir steigen mal ein. Nehmen Sie Platz. Ja, sicher. Los geht's. So, wie geht das? Manni? Sieht aus wie ein Aschenbecher, Alter. Ah! Uiuiui. Ja, was steht denn, Johnny? Du hältst dein Schnauze. Puh. Ist er? Nee. Okay. Sehr eng. Kommen Sie, Herr Peters. Ich wollte einmal Sound hören, von außen, so ein bisschen. Da rüber. Alter, das ist gemütlich. Aber ja, gut, wirklich eng. Aber Sitze sind krass, ne? Du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das geil. Das ist wie Urlaub, ne? Das ist wie so Abenteuer. Ich bin heute Auto gefahren, ehrlich. Hallo. Haube ist lang. Ja, ein bisschen. Ich finde, wir könnten gleich auch noch eine Runde Porn machen, oder? Ja, muss sein, für ein Ding. Prüfstand ist auch draußen. Ich kann ja nicht, also ich komme hier gar nicht. Scheiße. Bestimmt ist die Traktionskontrolle schon an. Nicht. Alter Schwede. Alter Schwede. Jetzt merke ich mal, was für ein Mädchen ich bin. Wie verwöhnt man ist von modernen Autos. Guck mal, hier bitte. Also wir fahren 30 und ich lenke nur so und stuhl mich schon ein. Oh, der Baum hat schön den Elektrokasten weggeballert. Was heißt denn das Cruise da drauf? Das ist Tempomat. Das geht aber unter Druck, unter so eine Membran.
Die Membran hat das Gaspedal genau in der Position gehalten. Tempomat gab es schon, geil. Ja, die Amis waren extrem bei sowas. Ganz extrem. Die Typen, die damaligen Stuntaufnahmen gemacht haben in so Hollywood-Filmen und die Kurve gepeitscht, das waren Ritter. Uiuiui. Ui, ui. So, wir fahren jetzt 50. Ah, doch, ja. Eieiei. Boah, ist so ekelhaft, ey. Oh. Das ist aber unangenehm. Wir fahren 70 im Regen. Mehr muss ich auch nicht fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Was sagt die Bremse? Bremst. Ich meine, es ist super Kult, ne? Und wo wir sitzen. Hier ist das Hinterrad, direkt hier. Dann ist das Auto auch schon vorbei. Guck dir mal die Haube. Kriegst du die Haube irgendwie so ein bisschen gefilmt? Ja, warte, ich muss mal die Kamera runternehmen hier. Das Mikro ist so hoch, das ist gerade das Problem. Ja. Scheiße. Wir machen im Ton hier drauf. Ja. Hallo. Oh, der stuhl mich ein gleich hier. Ey, so ohne Scheiß, ne? Ich hab Schiss. Weil ich glaube, dass die vermessen. Also das Auto kann nicht vermessen sein, gar nichts. Ich glaube, die Räder fahren ein bisschen durcheinander. Und ich weiß nicht, wie viel Leistung der Motor jetzt hat. Aber ich sag mal so, reicht tut's. Also wenn du jetzt hier voll reinlatscht, hast du hier einen richtigen doppelten Rittberger auf der Autobahn. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das Amerika so extrem dazu gehört. Wir sind ja jetzt die andere Corvette gefahren, die neue. Ja. Die gelbe. Da sind wir jetzt angefahren, ne? Ja, genau. So. Leute, der zweite Gang geht bis 150. Das ist dasselbe Modell, auch eine Corvette, wie die Entwicklung da ist. Die Corvette ist ja ein Wahnsinnstier, ein Wahnsinnstier. Das ist auch ein Tier, aber hier, obwohl der Grundgedanke ist gleich. Bei der neuen Corvette ist ja auch so, wenn du ausgestiegen bist, fühlst du dich stolz wie Oscar. Ich habe überlebt. Ja. Bei der hier ist es genauso. Ich bin nirgendwo angeeckt, ich habe überlebt. Heißt du bald? Was am krassesten ist, Digga, hier stehen 6000 Meilen am Tag. Und irgendwie finde ich auch, der Innenraum sieht auch wirklich dementsprechend aus. Ich glaube, viel älter ist sie nicht. Aber die wirkt wirklich ja, ganz das gut. Stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Also 6000 Meilen, Corvette. Guck mal, wenn du 67, 100 km/h gefahren bist, dann warst du ja wirklich schnell. Guck mal, und noch was. Guck mal hier. Ja. 67, das ist krass. Das ist krass. Ja. Ob die jetzt 67 vom Fenster her warte, weiß ich nicht. Obwohl doch klar, die schon 67 Fenster her. Die Amis hatten schon viel früher Fenster her. Auch ausstattungsmäßig sind die amerikanischen Autos ja immer viel voller und viel üppiger gewesen als die deutschen Autos. Ne? Golf 2 hat das Fensterheber. Oh. ABS? Nein. Mein Fuß hat ABS. Okay. Die bekannte Schotterbremse. Wisst ihr überhaupt, was ABS, warum ABS gut ist? Der Begriff ABS ist für ganz junge Leute, glaube ich, die das hier zuschauen, die sagen, ja, ABS ist Bremse. Aber ABS bedeutet ein Anti-Blockiersystem. Anti-Blockiersystem, wir demonstrieren das mal. Wir fahren mal ins Gewerbegebiet und dann zeige ich mal, was Anti-Blockiersystem bedeutet. Mhm. Weil man nimmt eine Bremse ganz normal hin. Ich bin mal mit einem Mädel zusammengefahren in ihrem Golf 2 und dann musste sie eine Notbremsung machen und hat auch einen Unfall gebaut. Weil das Auto hatte auch kein ABS. Weil sie hat gar nicht verstanden, was dann passiert. Weil wenn die Räder nämlich blockieren, dann kannst du lenken, wie du willst. Und das versteht man auch als Fahranfänger nicht, weil man denkt, ich bremse doch. Und dann wollte ich halt ausweichen. Aber ein Anti-Blockiersystem, wenn das runde Ding sich nicht weiter dreht, ist der Lenkbefehl nicht umsetzbar. Weil der Reifen für den Moment, wenn er den Boden berührt, immer gerade ist. Das heißt, wenn die Rotationsbewegung nicht nach rechts oder links geht, fährst du nirgends in die Kurve. Ja? Das heißt, wenn du dann eine Vollbremsung machst und die Räder stehen, dann kannst du nicht lenken. Und deswegen das Anti-Blockiersystem, das heißt, der Lenkbefehl wird immer in dieser Zwischenphase übermittelt, wenn die Schotterbremse ist. Das heißt, in dem Moment, wenn das Rad nicht blockiert, kann der Lenkbefehl umgesetzt werden. Dann wieder verzögern, versuchen den stehenden Reifen dazu zu zwingen, dass diese 1,4 Tonnen oder 1,5 Tonnen verzögert werden. In diesem Moment kannst du wieder nicht lenken. Und so geht es weiter. Also wir fahren jetzt zum Beispiel, der nasse Straße, wegen den Reifen ist das komplett ungefährlich. Wir fahren jetzt 40, ja? Und der, habt ihr das gehört? Ja, klar. Ne? Ja. Und der Reifen blockiert. So, wenn man jetzt zum Beispiel lenken würde, in dem Moment, wenn der Reifen blockiert, passiert gar nichts. Ja, ich drehe quasi diesen stehenden Reifen, wenn er so steht, drehe ich den nur so. Aber das bedeutet ja nicht, dass das Auto lenkt. Genau. Somit muss man, wenn man so ein altes Auto fährt, auch wirklich extrem aufpassen. So, zu dieser Geschwindigkeit fährt das Auto geil, finde ich. So bis 30, 40 ist das angenehm. So cruisen, ne? Ja, so cruisen. Wenn schneller wird, ist schon spannender.
temperaturtechnisch, Öldruck haben wir voll da, Motortemperatur ist auch gut, wir haben ein bisschen über 100 Fahrenheit, Wassertemperatur. Perfekte Morgen. Der Prüfstand kann kommen. Ja, jetzt geht's aber auf den Prüfstand. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Kann ich ganz schwer abschätzen. Ich sag mal, der Wagen hat 290 PS. Okay. Was heißt da unten? Es gibt da jetzt, du hast ja den Drive. Ja. Und dann hast du ja nochmal 1, 2, 3. Genau, ich kann bei diesen Automatikgetrieben, kann ich dann noch die einzelnen Fahrstufen so einlegen, dass der nicht selbstständig in die 2 gehen würde. Das heißt, ich kann ihn jetzt so zwingen. Ach, dann bleibt der in der 1? Dann bleibt der in der 1, genau. Ach, Burnout-Modus quasi. Könnte man auch so, das ist quasi der Burnout-Modus. Und dann bleibt er in den Gängen drin. Kann man damit eigentlich driften? Ich denke bestimmt. Vielleicht können wir ja den Burnout-Modus umfunktionieren in einen Drift-Modus. Mhm. Let's try it. Ich glaube aber nicht, weil das Auto hat kein Sperrdifferenzial. Das heißt, der Ami neigt dazu, damit er bloß keinen Unfall baut, dass nur ein Rad dreht. Oh. Nee, ging. Ging ganz gut, ne? Ging sogar ganz gut. Ging auch ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich war nur wie ein Mädchen. Ja. Geht ja doch quer. Ich muss hier kurbeln. Und ich habe gedacht, die werden lauter, solche Dinger. Weil in den Filmen so früher, da hat man immer so eine innere, ja, weißt du? Ja. Das kann sehr laut sein, ne? Ja, das glaube ich. Ja, ja. Also, ich dachte immer, dass die Serie schon lauter werden. Mhm. Weißt du? Aber ich finde den Klang aber gut. Nee, ich auch gut. Ich werde ja eh immer mehr Mädchen, ne? Ich will ja gar nicht mehr so laut und so. Das war hier quasi so ein, kannst du da abmachen, ne? Ja, ja, genau. Geil. Das kannst du ja bei fast allen Corvette-Tagerdächer. Ich finde das Thema Corvette ja eh mega spannend, ne? Wer weiß. Also ich finde es noch eine der wenigen echten Männerautos. Beispiel: Porsche entwickelt sich zu einem faszinierenden Automarke. Hat den Mythos von früher noch. Die Sportwagen von heute sind Waffen in höchster Perfektion. Aber dieses Abenteuererlebnis? GT3 RS, GT3s haben ja jetzt auch Traktionskontrollen und haben diese ganzen Sachen. Ohne Traktionskontrolle ist ja auch gut, weil es ja auch bewiesen ist, dass oftmals Autos mit Traktionskontrolle an bessere Rundenzeiten fahren als mit aus. Somit ist ja die Berechtigung für eine Traktionskontrolle 100% gewährleistet. Du bist anscheinend schneller damit. Mhm. Gut. Aber dieses Gefühl von Mann sein, einen großen, starken Motor beherrschen, trotzdem eine Traktionskontrolle haben, klar, verstehe schon, aber dieses Abenteuergefühl würde ich fast der Corvette am stärksten zusprechen, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Also die Corvette ist ja so overpowered schon. Exakt. Was ja eigentlich Dulle. Eigentlich Dulle ist, aber es ist halt geil. Genau. Es ist einfach geil. Wo du denkst, so, boah, zweiter Gang, zweiter, oh, in die 3, Gott sei Dank, 3, oh, 4. Jetzt geht's aber. Jetzt müsste es gehen. Wenn wir zum Beispiel mit einem R8 oder mit einem Porsche oder was ich was losbeschleunigen, dann machen wir so, boah, war ein guter Start. War geil. Weißt du, also du hast ja nicht das Gefühl, boah, gleich schmeiß ich den Eimer weg. Boah, die Sitze sind so geil hier drin, ne? Ja, ne? Alter, einfach Couch. Ich hab wirklich dieses Fahrerlebnis mit der gelben Corvette, habe ich immer noch im Kopf. Ja, glaube ich. Wo wir das erste Mal, wo ich das Gas angetippt habe. Was? So viel Drehmoment, ne? Ja, ist krank. Und ich finde halt auch, dass Autos nicht immer in diese Perfektion getrieben sein müssen, sondern wenn das Automobil nicht dazu dient, dich nur von Punkt A nach Punkt B zu bringen, dann darf es auch unterhaltsam sein. Weil der Wagen will ja ein Sportwagen sein, aber er ist auch komfortabel. Warum? Also entweder ziehen wir es durch oder nicht, oder? Aber ich denke, dass die Automobilindustrie sich in der Zukunft eh dorthin entwickeln wird. Weil wenn das autonome Fahren mehr kommt, werden die Menschen nicht diesen Spagat mehr wollen, sondern das von Punkt A nach Punkt B kommen, wird immer mehr ins Autonome gehen und das Erlebnis Automobil wird ein anderes Fahrzeug übernehmen. Für mich ist die beste Erklärung da eine digitale Uhr, wo die kam und man gesagt, man braucht keine andere Uhr mehr. Und dann hat man irgendwann gesagt, hey, aber mit Zeigern war auch ganz cool. Dass man wieder zu diesem alten, klassischen Automobil kommt, wo das einen gewissen Reiz hat beim Fahren. So, wenn der M2 draußen ist, war da schon jemand zugange. Mal gucken, so wieso ihn wir gleich drehen. Also mehr das als ist geil. Hallo Manni. Guten Tag. Hallo, guten Tag!
Das war gut. Das war nicht schlecht. Ja. Hallo, guten Tag. Willkommen in der Klinikstraße 89 und 94. Und das ist eine Corvette. Geil. Was machen wir jetzt damit? Wie bitte? Was machen wir damit jetzt? Wir sind jetzt auf dem Prüfstand und werden die Leistungen messen. Geil. Ja? Was schätzt du so ungefähr? Was hat sie? Weiß ich nicht. Ja, da muss ich den richtigen Experten fragen. Ja, du bist doch der Experte. Ja, so stimmt, ne? So ungefähr. Jetzt kann ich mich blamieren oder. Oder kassieren. Oder kassieren. Ja. Ne? Darum sage ich lieber nichts. Ja, okay. Okay. Ajo! Ajo! Wir können aber hier gucken, das ist hier unser Tempomat. Hier über die Membran, die hier drin ist, ne? So ein großer Gummiteller, ist er in der Lage hier zu ziehen, ne? Und dann kann der hier bei Unterdruck das Gas halten. Zum Beispiel. Was sehen wir noch denn an toller Technik hier? Wir sehen Klimakompressor. Das war damals in Amerika schon wirklich schnell. Ein wirklich großer, großer Klimakompressor, der so eine Bude arschkalt von innen macht. Wie ist das amerikanische Klimazeug nochmal? Die haben ein anderes Klima. Nee, ein anderes Klimamittel. Astroventilation. Das ist die Astroventilation. Geil. Bremskraftverstärker. Es ist halt damals in Amerika alles größer gebaut werden, klobiger gebaut. Ne, so ein Gussteil, so ein Bremskraftverstärker würde bei so einem Golf bedeutend kleiner aussehen. Oder andere Autos aus der Zeit. Dann sind die Autos so gebaut, dass man als Privatperson hier reparieren kann. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr, sehr montagefreundlich. Man kann wirklich selbst an so einem Auto arbeiten. Dann haben wir hinten den Klimakasten. Wir haben hier normal den Motor, Vergaser. Den können wir eben hier aufmachen, wenn ihr wollt. Und zwar, das ist die Entlüftung vom Ventildeckel. Hier ist eine offene Entlüftung. Und wenn man jetzt Gas geben würde, und zwar so, ja. Genau, dann spritzt der da ein. Hast du es gesehen? Ach ja, krass. Warte mal. Okay, weil der Benzindruck jetzt noch drauf ist, spritzt der da oben ein und über diese Düsen entsteht auch so eine Art Venturi-Effekt hier oben und eine Zerstäubung findet vor dieser Öffnung dort statt. Und dann lässt er diesen Sprit in den Brennraum rein. Und dieses Luft-Benzin-Gemisch lässt er in den Brennraum rein. Es ist halt eine sehr alte Technik. Es ist eine Technik, die muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin damit gar nicht zu Hause, 0,0. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich fasziniert oftmals, dass das wirklich funktioniert. Ich muss es ehrlich zugeben. Es ist halt Blindflug, ne? Es ist halt einfach rein und dann läuft das. Und ich denke mir auch, dass man über die Einstellung eines Vergasers Leistung holen kann wie bescheuert. Das Grundprinzip von einem Verbrennungsmotor, einem Saugmotor, ist das gleiche bei einem 6,3er AMG wie bei dem. Vom Prinzip. Das kommt in den Brennraum rein, die Ventile schließen sich, bumm. So. Das heißt, die Einstellungsmöglichkeiten, die Genauigkeit der Aufbereitung des Luft-Benzin-Gemisches in dem Moment ist der Schlüssel. In dem Moment. Verdichtung auch noch. Dann haben wir hier eine untenliegende Nockenwelle, was man auch nicht vergessen darf. Das kennen wir auch so nicht. Da machen wir ein separates Video drüber, was eine untenliegende Nockenwelle ist, wie das funktioniert. Weil wir Deutschen würden ja jetzt die Nockenwelle eine entweder oder eine Doppel-Nockenwelle oben haben. Eine Nockenwelle, die steuert die Ventile auf der Einlassseite und auf der Auslassseite. Der Ami macht sich das Ganze ganz, ganz anders. Der hat die Nockenwelle unten im Motor drin sitzen, separat angesteuert und über Schlüsselstangen steuert der dann die Ventile nach oben hin. Mit einer Nockenwelle. Was für ein. Hat sie einen Vorteil? Weniger Material, weniger Bauaufwand. Ja, du brauchst eine Stange. Das ist ja mehr Aufwand, oder? Du musst die Kraftwerke. Aber eine Stange ist jetzt. Also eine Stange ist jetzt auch wirklich kein großer Kostenaufwand zu einem hochpräzisen Bauteil wie eine Nockenwelle. Und wenn du davon vier Stück brauchst im Vergleich zu einer, dann wie man nicht schon sagt, Ketten, all das, du hast ja oben im Kopf nichts mehr eigentlich. Da kommen nur noch die Dinger an, diese Umlenkhebel, diese Kipphebel und dann das angesteuert, das Ventil. Das war's. Mit so Rollhebel, ne? Heißen die, glaube ich, richtig. Ja, Rollenschlepphebel heißen die. Aber da machen wir mal ein separates Video drüber, wie so ein Rollenschlepphebel wirklich funktioniert. Mach doch mit.
wissen ja, ob die Leute, wer du bist, was du hier machst. Ich weiß nicht. Das ist schon mal eine sehr gute Antwort. Weiß kaum einer hier in der Firma. Ja, stimmt. Du bist Le Mans gefahren auch, ne? Genau. Dreimal. Ja. Aber Formel 1 darfst du überreden, ne? Was war Formel 1 mit dir? Weiß nicht. Machen Sie einmal an. Gerne doch. Also wir haben 225 PS im ersten Lauf. Ich muss gucken, weil wenn ich in 3 bin bei dem Automatikgetriebe, darf er eigentlich den Gang nicht hochschalten. Hat er aber trotzdem getan. Wir probieren es jetzt mal aus, obwohl er das tut, was er dann anzeigt. Weil die PS-Zahl ist auf jeden Fall zu gering. Und wir haben 360 Newtonmeter. Hier oben war ich aber trotzdem stolz im Gas. Vollgas. Wir gucken mal trotzdem. Mach noch mal einen. Das Risiko ist wie folgt. Der Hebel von dem Automatikgetriebe ist sehr undifferent. Das heißt, ich habe keinen Bock, von 3 an D vorbei, N und in R zu kommen. Wirklich unangenehm, weil das Getriebe halt sehr, das wirkt so, ist halt schon älter, das war damals halt so. Weil es muss genau treffen. Wenn man den Knopf nicht drückt, dann macht er das auch eigentlich nicht. Aber wer weiß. Also was wir sehen, der hat jetzt trotzdem einmal geschaltet, das sehen wir hier, das ist der Schaltvorgang. Die Zahlen nicht dran wundern, das sind nämlich an diesen Überschwinger hier. Den Überschwinger kann der Motor so nicht tun. Das heißt, 240 ist unrealistisch, gehen wir mit dem Motor drauf. 237 PS. Beim anderen waren 225 PS. Und 349 Newtonmeter zu 360 Newtonmeter. Wir machen jetzt nochmal einen letzten Lauf. Da wird zwar, glaube ich, kein großer Unterschied jetzt kommen, aber los geht's. Ja, also auf jeden Fall, was wir gerade merken, ist, dass er temperaturtechnisch damit nicht mehr zurechtkommt. Jetzt gerade beim dritten Lauf war bei ihm schon Schicht im Schacht, da wollte er schon nicht mehr machen. Da wird die Kurve oben ganz flach. Ich will den auch nicht höher drehen als um die 5000 Drehungen hier so in dem Bereich, weil das fühlt sich wirklich einfach nicht mehr richtig an, da oben rum meiner Meinung nach. Und somit haben wir ein Ergebnis von 225 PS Motor und 360 Newtonmeter im Idealfall, wenn die Thermik passt. Das ist ein Ergebnis, was ich so gar nicht so einschätzen kann, aber man muss sich überlegen, wie viel Hubraum wir haben. Auf jeden Fall über 5 Liter Hubraum. Wir haben einen V8, wir drehen 5000 Umdrehungen, haben so einen Edelbruck-Vergaser, haben einen Fächerkrümmer und haben alles drum, MSD-Zündung, alles drum und dran. Das ist eine Literleistung von 39 PS aus 1 Liter Hubraum. Aber für das Baujahr trotzdem in Ordnung. Wir schneiden ihn runter, wir haben das Leistungsdiagramm, alles ist schön, alles ist gut. Für uns war das so ein kleiner Exkurs in so eine andere Welt. Jetzt gibt es so eine Runde Porn von dem Bock hier, weil so oft sieht man den ja nicht. Aber wer weiß, vielleicht sieht man ja Corvette in Zukunft öfter. Ach, so eine alte? Wer weiß.